Du stehst gerade am Anfang deiner DJ-Karriere und suchst noch ein paar hilfreiche Tipps, die dich etwas weiterbringen? Dann bleib dran, ich sag dir nach dem Intro 5 hilfreiche Tipps für dich, damit du wirklich auch als DJ durchstarten kannst. Bis gleich. Ja, willkommen zurück und heute gibt's, wie schon gesagt, 5 hilfreiche Tipps für junge DJs, die gerade erst in das DJ-Business mit einsteigen wollen. Und ja, vielleicht noch ein bisschen Hilfe brauchen, ein paar Tipps brauchen und nach Tipps suchen. Und das möchte ich euch heute weitergeben. Tipps komprimiert aus meinen Erfahrungen. Und ich denke, dass ich da euch ein bisschen weiterhelfen kann. Fangen auch direkt an. Ich habe das Video schon mal aufgenommen. Da war es ein bisschen überbelichtet. Da hat meine Kamera Faxen gemacht. Ich hoffe, das ist diesmal nicht so. Ich habe mich aber auch ein bisschen sehr lang gefasst in der ersten Version. Deswegen hoffe ich, dass ich mich hier ein bisschen kürzer fassen kann. Aber wie schon gesagt, ich hoffe auch, dass es hilfreich ist und ich möchte natürlich so viel weitergeben wie nur möglich. Also kann es auch sein, dass das Video ein bisschen länger geht. Aber wir fangen jetzt einfach direkt an, damit es nicht unnötig lange geht. Ja, mein erster Tipp ist, erkenne dein Genre. So, was meint jetzt damit? Es ist nicht nur die Musikrichtung, sondern allgemein die Tätigkeit, in der du stattfinden möchtest. Es gibt zum einen den mobilen DJ für Hochzeiten, Geburtstage, Firmenfeiern und so weiter. Da bist du eher ein Dienstleister, das heißt, du wirst gebucht, um eine gewisse Dienstleistung auszuüben. Das heißt, für eine Hochzeit wirst du gebucht mit dem und dem Paket, das du anbietest. Das wird gebucht, die Dienstleistung wird gebucht und natürlich auch mit entsprechender Musik. Es wird gewünscht Musik aus den 80ern, vielleicht etwas Rock, vielleicht etwas alten Schlager, aber auf gar keinen Fall, was weiß ich, Pop oder 2000er oder also es. Du wirst gebucht für eine Dienstleistung, die du ausüben sollst. Beim Club- und Event-DJ bist du natürlich eher frei in der Person, da bist du eher ein Künstler. Das heißt, du wirst gebucht für das, was du darstellst. Zum Beispiel bei mir, ich bin da eher vielseitig einsetzbar. Ich mache zum einen 2000er-Partys, aber auch Abi-Partys für junge Leute. Oder was weiß ich, auch Summer Beach zum Beispiel, Beach-Partys. Also ich bin da relativ vielfältig einsetzbar, gerade weil ich auch aus diesem mobilen Bereich komme, weil ich das auch mache. Das heißt, ich habe ein breites Musikspektrum anzubieten. Aber wenn du zum Beispiel, ich habe einen Kollegen, der ist zum Beispiel rein auf Hip-Hop spezialisiert. Klar, den kann man nicht überall einsetzen. Der hat in, der kann nur in bestimmten Floors, in bestimmten Clubs stattfinden. Oder zum Beispiel, was er auch macht, er tritt oft in Shisha-Bars auf, einfach nur für Hintergrundmusik. Aber da wird es halt gewünscht, Hip-Hop, Deutschrap. Das ist so das, was in den Shisha-Bars läuft und da ist der super einsetzbar. Das wäre zum Beispiel überhaupt nicht mein Gebiet. So, das heißt, nur weil du eine bestimmte Musikrichtung hast, denke nicht, das will keiner hören. Ich könnte mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, reiner Hip-Hop-DJ zu sein, aber für das gibt es auch einen Markt und auch eine Nachfrage. Deshalb, erkenne dein Genre, was macht dir am meisten Spaß? Möchtest du eher ein Dienstleister sein oder doch ein freier Künstler sozusagen? Das musst du erstmal herausfinden und dann kannst du darauf deine Karriere aufbauen. Ja, der zweite Tipp, da geht es um das Equipment und zwar kaufe nicht unnötig viel Equipment, kauf sortiert ein, nicht das allergünstigste, sondern spare wirklich auf gutes Equipment hin, dass du direkt am Anfang auch was hier stehen hast, was du benötigen kannst, was nicht wieder immer erneuert werden kann. Also kaufe nicht das allerbilligste und achte einfach auf das Kaufverhalten. Es kommt auch immer darauf an, wo du gerade stehst. Hast du gerade einen Job, verdienst du Geld, möchtest du ins DJ-Business komplett mit einsteigen, dann würde ich dir empfehlen, kauf direkt gezielt die Sachen, die du benötigst und kein Firlefanz. Zum Beispiel, es gibt ja diese, was jetzt Lichttechnik angeht, diese Multi-FX-Bars, da hast du alles drin. Wenn du ein mobiler DJ bist, also ist auch jetzt eher auf den privaten Bereich bezogen, weil als Club-DJ brauchst du eigentlich nichts außer deinen Controller und Laptop. Aber wenn du komplett ein mobiler DJ sein möchtest mit einem Komplettpaket an Anlage, Licht und wie gesagt, kauf da direkt und gezielt gute Ware ein. Wie gesagt, es gibt zum Beispiel diese Multi-FX-Bars, finde ich persönlich sehr gut. Für den Anfang reichen die komplett aus, du hast da alles dabei. Scheinwerfer, LED-Strahler, Blitzer, also Stroboskope, kleine, Laser, also du hast da direkt ein Komplettpaket. Investiere also auf jeden Fall gezielt und genau. Und irgendwann, so war es jetzt halt zum Beispiel bei mir, ich bin da mit reingewachsen, ich habe da schon als kleines Kind mit durch meinen Vater, bin ich dann das Ganze mit reingewachsen, habe mir da selbst dann über die Jahre Equipment aufgebaut, habe mir also auch erst immer in kleinen Schritten das Ganze gekauft, aber jetzt stehe ich hier, habe eine eigene Anlage, habe verschiedene Lichtpakete, die ich anbieten kann, klein und groß, also es kommt immer drauf an, wo stehst du natürlich auch. Aber wie gesagt, kauf dein Equipment gezielt, kauf keinen Schrott, informiere dich vorher,
überlege, für was bist du tätig. Zum Beispiel bei Hochzeiten ist es auch wichtig, dass du das Ganze optisch, dass das Ganze optisch auch schön aussieht. Mit weißen Hussen für die Stative, für die Boxen. Das muss man alles genau anpassen. Also kauf gezielt und direkt und nicht irgendeinen Firlefanz. Ich gebe auch noch einen Tipp. Es sieht immer schön aus, wenn zum Beispiel die Lichter immer doppelt vorhanden sind. Das heißt zum Beispiel, eine Kugel von dieser Sorte hier sieht beschissen aus. Wenn die irgendwo links, rechts irgendwo hängt, sieht kacke aus. Wenn du aber zwei oder vier oder sechs Kugeln hast, sieht das Ganze viel geordneter aus. Und ich hasse es, wenn wirklich so ein Stativ oder irgendwas voll gehangen wird mit irgendwelchen, alle Effekte, die es gibt, ob Scheinwerfer, alles so ein Kladderadatsch, alles so zusammen, das sieht einfach nicht gut aus. Deswegen stell dir was zusammen, mach dir im Vorhinein Gedanken, damit das Ganze auch ordentlich aussieht. Ja, der dritte Tipp ist, verkaufe dich nicht unter Wert. Ich weiß, jeder fängt mal klein an. Man kann nicht direkt Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Euros verlangen, je nachdem auch wieder, wo du tätig bist. Aber ganz wichtig ist, verkaufe dich trotzdem nicht unter Wert. Du hast ein spezielles Angebot, das du machst. Du weißt, wie bist du aufgestellt musiktechnisch, wie bist du aufgestellt mit dem ganzen Technik, mit deinem ganzen Technikkram, mit Lichtpaket, Tonpaket. Und wie gesagt, fang an mit kleinen Gagen. Natürlich, man sagt auch immer, Billig-DJs machen den Markt kaputt. Sehe ich nicht so. Jeder hat ja mal klein angefangen. Aber trotzdem verkaufe dich auf gar keinen Fall unter Wert. Also was weiß ich, für 10, 20 Euro oder so. Weil du hast ja eine bestimmte Dienstleistung, die wird auch ganz normal bezahlt. Du tust deine Technik einladen, du tust aufbauen, du spielst mehrere Stunden am Abend, tust das Ganze wieder abbauen, tust das Ganze wieder einlagern und so weiter. Das ist ein Prozess über mehrere Stunden. Der soll dir gerecht bezahlt werden, so wie deine Dienstleistung auch, was deine Dienstleistung im Endeffekt auch wert ist. Das heißt, du hast da einen ganz normalen Dienst, den du vollführst über mehrere Stunden und der soll auch so bezahlt werden, wie du das Ganze für angemessen empfindest. Ja, der vierte Punkt, der knüpft eigentlich auch dann direkt schon am fünften Punkt an, aber ich komme erstmal zum vierten Punkt und zwar, das ist, sammle Erfahrung, traue dich etwas. Bei mir war das Ganze so, ich war da schon dabei natürlich, wegen meinem Vater, mit Kinderfasching hat es bei mir angefangen, dann ging es weiter, ich bin mit meinem Vater immer auf Geburtstage, Hochzeiten mit und so weiter, aber habe dadurch gelernt und irgendwann, wo ich dann älter wurde, kam aber auch der Wechsel. Habe ich auch angefangen, Gigs alleine zu spielen. Zum Beispiel hat mir mein Kollege meine ersten Hochzeiten engagiert, wo ich alleine auflege. Er hat dann das Equipment gestellt, hatte zum Beispiel an dem Samstag keine Zeit, hat mich hingeschickt. Und was denkt ihr, was ich dafür eine Erfahrung sammeln konnte? Weil wenn du das erste Mal alleine auflegst, man denkt vielleicht, man kann auch schon viel, wenn man zu Hause übt und so weiter, aber diese Live-Erfahrungen, diese ersten Live-Erfahrungen sind Gold wert. Ich habe durch meine ersten 2, 4, 6, 10 Hochzeiten mir das alles selbst beigebracht und Erfahrung gesammelt, auf Kritik gestoßen, auf positives Feedback gestoßen und so sammelst du Erfahrung und kannst dich nur verbessern. Erfahrung und schlechte Kritik ist niemals negativ. Kritik, Fehler, wenn du daraus lernst, ist das Allerbeste, was dir passieren kann, denn nur so kannst du dich als DJ weiterentwickeln. Und dann kommen wir zum fünften Tipp. Der fünfte Tipp ist eigentlich einer der wichtigsten, gehört auch da dazu und zwar, habe Selbstbewusstsein, sei standhaft in deiner Person. Stellt euch einfach mal vor, ihr seid auf einer Hochzeit als Gast. Was findet ihr besser? Ein DJ, der die ganze Zeit nur hinter dem Pult steht, nicht so richtig weiß, was er macht, sich nicht traut, mit dem Mikrofon zu interagieren, mit den Gästen zu interagieren, der einfach unsicher in seinem Handeln gegenüber euch so rüberkommt. Und was gefällt euch besser? So ein DJ oder jemand, der klar weiß, was er macht, wo man sieht, der hat Spaß daran, er moderiert richtig, er weiß, was er macht, er führt die Gäste, er führt den Abend. Da habt ihr doch ein viel besseres Gefühl dabei und es ist auch nicht so fremdschämend, sondern man sieht, okay, der weiß, was er macht das kommt auch natürlich viel besser dann rüber für euch als Werbung, wenn man sieht, der Typ da oben hat es drauf, der spielt gute Musik, der weiß, was er macht, ihm macht Spaß, es kommt viel besser rüber. Versetzt euch einfach mal in die Situation, ihr seid Gast. Und ja, das ist einfach ganz wichtig. Ihr sollt einfach selbstbewusst sein und wirklich sicher in dem sein, was ihr macht. Das fängt schon an beim Kennenlernen, beim Vorgespräch. Also da geht natürlich auch mehr um den mobilen DJ. Im Club-DJ bist du natürlich irgendwo oben auf der Bühne, da sieht dich keiner. Meistens im Club wird auch nicht so viel geredet. Aber auch da natürlich beim Vorstellen, beim Kennenlernen, für die Gigs, die man bekommt, immer natürlich auch standhaft in der Person sein. Aber vor allem beim mobilen DJ-Bereich ist das ganz wichtig, weil die Leute wollen ja wissen, was sie buchen für ihren Tag. Hochzeit ist einer der wichtigsten Tage, nicht der wichtigste Tag für manche in ihrem Leben. Und da möchte man natürlich von jemandem
begleitet werden als DJ, der weiß, was er macht, der professionell ist und da zu 100% hintersteht. Deswegen standhaftes Auftreten, Selbstbewusstsein haben, das ist das Allerwichtigste, vor allem als mobiler DJ, da sowieso. Das fängt, wie gesagt, an beim Vorgespräch und beim Aufbau, beim Kennenlernen, mit den Gästen interagieren, auch schon vor der Party, nach der Party. Nur so kommt ihr auch an Aufträge. Wie gesagt, ich kann es noch tausendmal sagen, Selbstbewusstsein, wirklich standhaft in der Person sein, wissen, was man macht, das Ganze einfach leben. DJ sein heißt nicht nur, man legt Musik auf, sondern das ist eine Leidenschaft, die man wirklich ausübt, weil es einem Spaß macht und weil man dafür lebt. Ja, das waren meine 5 DJ-Tipps. Ich hoffe, das Video ging nicht allzu lange. Ich habe mich auch oft wiederholt, aber das sind wirklich Punkte, die sind wirklich wichtig. Denn es gehört natürlich auch irgendwo dazu, dass man das Ganze mit sich bringt. Nicht jeder ist dafür geboren, nicht jeder kann das einfach so machen. Man kann sich auch vieles beibringen, aber irgendwo muss man auch diese Leidenschaft dafür haben und die hat einfach nicht jeder. Aber wenn du denkst, du hast das Zeug dazu, dann zieh durch, mach das. DJ sein ist einfach geil, das ist nicht nur ein Beruf oder ein Hobby, das ist einfach ein Leben, ein Lebensgefühl. Aber wie gesagt, wenn man die Leidenschaft mit sich bringt, dann kann man es in dem Bereich, wo man tätig ist, weit schaffen und auch Spaß daran haben und wirklich... DJ sein ist einfach geil, ich stehe da komplett dahinter. Und wie gesagt, ich hoffe, ich konnte einige von euch mit diesen Tipps etwas motivieren, dass ihr ein bisschen vielleicht auch an euch selbst arbeitet. Und ja, das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere doch bitte den Kanal, like das Video, teile es gerne, schreib in die Kommentare, wenn du noch Fragen hast oder andere Tipps. Lass uns einfach austauschen. Und wie gesagt, abonniere gerne den Kanal, wenn du Teil dieser DJ-Community sein möchtest. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.